Was die Linke in den kommenden Jahren für Deutschland vorhat, erkläre ich euch in diesem Video anhand der folgenden Kategorien. Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Bildung, Geld und Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit, sonstige wichtige Punkte und Kritik. Neben den Linken stelle ich euch in diesem Jahr natürlich auch wieder ganz viele Wahlprogramme vor, die ihr hier oben im i auch nochmal in der Playlist verlinkt findet. Aber es folgen noch viele weitere, deswegen abonniert jetzt meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Klar ist natürlich auch, dass ich in diesem Video hier nicht 100% des Wahlprogramms wiedergeben kann. Deswegen schaut doch nochmal unten in die Infobox. Dort habe ich euch spannende Informationen zum Wahlprogramm der Linken auch nochmal verlinkt. Kommen wir als erstes zum Klimaschutz. Für die Linke ist eines ganz klar. Eine Wirtschaft, die nur aus Profit besteht und Wachstum und mehr Geld, ist mit Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz nicht zu vereinen. Sie schreiben zum Beispiel, Zitat, es ist Zeit, den Profitmechanismus prinzipiell in Frage zu stellen, damit die vielen eine Zukunft haben. Sie wollen, dass die Wirtschaft klaren Regeln folgt, die an sozialen und ökologischen Zielen festgemacht sind. Heißt also, sie wollen strikte Obergrenzen haben, also beispielsweise ein Limit dafür, wie viele Emissionen ausgestoßen werden dürfen für Unternehmen und eben auch die Gesellschaft. Und bis 2035 will die Linke, dass Deutschland komplett zu 100% auf erneuerbare Energien setzt. Anders als die FDP zum Beispiel setzt die Linke weniger auf Wirtschaft, wenn es darum geht, klimatechnisch voranzukommen und sich zu verbessern. Sie schreiben dazu, Zitat, die großen Energiekonzerne werden entmachtet und Energieversorgung wird am Gemeinwohl ausgerichtet. Durch die Energiewende in öffentlicher und genossenschaftlicher Hand können bis 2030 über 100.000 hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze in der Produktion, Installation und Wartung dieser Anlagen geschaffen werden. Aber würdet ihr die Linken eigentlich wählen? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. So, und bis 2035 soll Deutschland dann klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 80% gesenkt sein. Und sie wollen auch, dass mehr Menschen Bus und Bahn fahren. Und sie sagen eben, wenn Autos gebraucht werden, müssen sie einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben. Aber auch hier sagen sie wieder, Zitat, dieser Umbau darf nicht dem Markt und privaten Konzernen überlassen werden. Ihr Ziel ist es, bis 2030, also in 9 Jahren, es zu schaffen, dass die Mehrheit der Menschen nicht mehr auf Autos angewiesen ist in Deutschland. Und auch neue Autobahnen oder den Ausbau von Autobahnen wollen sie eben nicht. Sie konzentrieren sich im Rahmen vom Klimaschutz vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel. Und bis 2030 will man spätestens von dem Verbrennungsmotor aussteigen. Heißt also, ab 2030 darf kein Neuwagen mehr ein Verbrenner sein. Und bis 2030 wollen sie komplett aus der Kohle aussteigen. Der aktuelle Plan der aktuellen Bundesregierung lautet übrigens bis spätestens 2038. So, aber was passiert eigentlich mit diesen riesigen Kohleabbauanlagen? Die Linke hat übrigens das hier vor. Zitat, wir fordern die Förderung des Hanfanbaus in ehemaligen Braunkohlegebieten. Der Anbau von Hanf ist eine aussichtsreiche Chance, innerhalb des Strukturwandels einer ökologischen Nutzung der Bergbaufläche bei gleichzeitigem Angebot von Arbeitsmöglichkeiten unserer Forderung nach einem sozial-ökologischen Wandel gerecht zu werden. Anders als die FDP oder auch die Grünen wollen die Linken nicht, dass es einen Emissionshandel gibt. Heißt, wenn man CO2 ausstoßen will, als Unternehmen beispielsweise, muss man sich die Rechte dafür kaufen. Und die sollen immer teurer werden, also die Rechte dafür, und damit eben unattraktiver werden, sodass eben der Ausstoß von CO2 eben unattraktiver wird. Sie sagen, dass man, Zitat, einfach, Zitat Ende, klare Regeln Unternehmen gibt und dass die sich dann eben daran halten müssen. Kommen wir zum Thema Digitalisierung, denn dort macht die Linke schnell klar, dass sie einer freien Wirtschaft kritisch gegenübersteht. Komplett anders natürlich als zum Beispiel die FDP. Übrigens, die wirtschaftsliberalen, also die wirtschaftsfreundlichen Forderungen der FDP, die findet ihr hier oben im i in 60 Sekunden von mir zusammengefasst. Ein ganz neues Format in YouTube Shorts sozusagen, was ich zur Bundestagswahl dieses Jahr zusätzlich gestartet habe. Also ich finde, 60 Sekunden kann man mal investieren, um sich das anzuschauen. Und selbst die linken Fans können sich auch mal die FDP-Forderungen anschauen. Und wenn es nur für den einen oder anderen Kommentar ist. Also schaut da unbedingt mal rein. Ich hoffe, es gefällt euch. Zitat. Auf dem neoliberalen Weg wird Digitalisierung zu mehr prekärer Arbeit führen, die soziale Spaltung vertiefen und es werden Überwachungstechnologien und wachsende Konzernmacht die Demokratie weiter aushöhlen.
und auch gegen die großen Digitalkonzerne, wie beispielsweise Google, Amazon, Facebook, Apple und Microsoft, will die Linke vorgehen. Beispielsweise, indem sie Monopolbildungen, Zitat, zerschlagen wollen. Die Linke möchte auch öffentlich-rechtlich betriebene Plattformen fördern und Softwarehersteller, Zitat, müssen verpflichtet werden, alle gängigen und insbesondere freien Betriebssysteme und Plattformen zu unterstützen, um fairen Wettbewerb zwischen Betriebssystemen zu ermöglichen und NutzerInnen die freie Wahl zwischen Betriebssystemen zu lassen. Uploadfilter lehnen sie übrigens ab und sie lehnen es auch ab, dass Plattformen wie Twitter oder Facebook zum Beispiel eigenhändig selbst Inhalte löschen, Zitat, ohne öffentliche Kontrolle. Und um gegen Fake News im Internet anzugehen, wollen sie, wie sie selbst sagen, nicht auf Zensur setzen, sondern auf stärkere Medienbildung. Und auch wenn es um den Ausbau von schnellen Internetleitungen geht, sind sie der Meinung, dass das eben nicht privaten Konzernen wie zum Beispiel der Telekom überlassen werden sollte. Auch das muss, wie sie selbst sagen, der Staat regeln. Und wie bei Strom und Wasser wollen die Linken, dass auch Internet nicht abgestellt werden darf, wenn man es beispielsweise nicht bezahlt. Und die Vorratsdatenspeicherung, beispielsweise von Mobilfunkverbindungen, IP-Adressen und Co., wollen sie verbieten. Die Speicherung von biometrischen Daten, wie zum Beispiel Fingerabdrücken, in Ausweisdokumenten, wollen sie auch nicht und das wollen sie rückgängig machen. Und auch wenn es um die Digitalisierung in Behörden geht oder über öffentliches WLAN, wollen die Linken auf Freifunk setzen und nicht auf kommerzielle Anbieter. Kryptowährungen wollen sie aus, wie sie selbst sagen, klimatechnischer Sicht verbieten und für Geräte wie Smartphones fordern sie das hier. Für digitale Endgeräte brauchen wir gesetzliche Vorgaben zu Mindestlebensdauer, Energieeffizienz, modularem Aufbau, Reparierbarkeit durch NutzerInnen und Werkstätten sowie verpflichtenden Software-Updates und zur Ersatzteilverfügbarkeit und Hersteller müssen Reparaturanleitungen mitliefern. Kommen wir zur Schule und Bildung. Anders als beispielsweise Parteien wie die AfD sieht die Linke Schule und Bildung als etwas an, wo es ohne Konkurrenz und Notendruck zugehen muss. Private Bildungseinrichtungen lehnen sie beispielsweise auch komplett ab. Das, was privat ist, muss auch rückgängig gemacht werden. Und dass der Bund den Ländern beispielsweise bei der Bildung mehr helfen darf, das wollen sie verstärken. Und für die Linken ist auch ganz klar, dass es eine Schule für alle braucht. Alle sollen hier zusammenkommen, ungeachtet beispielsweise ihres Leistungsniveaus oder ob sie beispielsweise eine Behinderung haben oder eben nicht. Inklusive Schule ist hier das Stichwort. Konkret heißt das im Programm, Zitat, statt immer mehr Kindern den Stempel eines Förderbedarfs aufzudrücken, wollen wir das mehrgliedrige Schulsystem Schritt für Schritt abbauen und alle Kinder ohne abwertende Etikettierung umfassend fördern. Außerdem wollen sie nicht, dass die Bildung immer mehr nur der Wirtschaft dient und sie möchten auch verbieten, dass die Bundeswehr beispielsweise in Schulen oder an Unis auftreten darf, um beispielsweise für sich zu werben. Und BAföG wollen sie so umgestalten, dass man es nicht mehr zurückzahlen muss und sie möchten auch, dass es eben nicht mehr abhängig ist von den Eltern und dass es sich mehr nach dem Bedarf der Person, der jeweiligen Person richtet, wie es ja jetzt teilweise auch ist. Und dass die Linke kein Befürworter oder keine Befürworterin ist von einer Wirtschaft, die sich nur wenigen Regeln des Staates unterlegen muss, kann man auch daran erkennen, wie sie sich Forschung und Wissenschaft in Zukunft vorstellen. Zitat, um dem neoliberalen Mainstream in den Wirtschaftswissenschaften kritisches Denken zur Seite zu stellen, wollen wir plurale Ansätze in Forschung und Lehre an Hochschulen, Universitäten und in der Politikberatung fördern. Geld und Finanzen. Für die Linke ist ganz klar, wer viel Vermögen hat, der muss auch mehr an den Staat abgeben, als diejenigen, die eben weniger haben. So will die Linke auch viele ihrer Vorhaben beispielsweise finanzieren. Für sie muss ein großes, Zitat, Vermögen, Gewinne aus Kapital und Aktien stärker besteuert werden. Ja, und durch Corona hat die aktuelle Bundesregierung ja Rekordsummen an Hilfe gezahlt oder zahlt sie eben noch. Rekordschulden, die eben aufgenommen wurden. Um das wieder zu finanzieren und wieder reinzuholen, will die Linke auch, dass sie die mit Privatvermögen über 2 Millionen Euro und die mit betrieblichem Vermögen über 5 Milliarden Euro einmalig an den Staat Geld zahlen. Eine Vermögensabgabe also. Also 10-30% des Vermögens, über 20 Jahre kann man das dann zurückzahlen oder kann man das dann zahlen an den Staat. Mehr übrigens dazu findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Allgemein will sie aber auch verschiedene andere Steuerabgaben erhöhen. Beispielsweise die Unternehmenssteuer, Erbschaftssteuer oder auch eine Übergewinnsteuer für Unternehmen wie Amazon und Co. Und wenn es um die Einkommenssteuer geht, wollen die Linken im Vergleich zu anderen großen Parteien die Steuersätze am meisten erhöhen. Aktuell liegen die höchsten Steuersätze bei 42% ab einem Jahreseinkommen von 57.919 Euro brutto im Jahr. Ab 274.613 Euro, um ganz genau zu sein, muss man aktuell im Jahr 45% dann abgeben. Das nennt man auch die Reichensteuer aktuell. Die Linke allerdings wollen diesen Steuersatz ab 70.000
Euro im Jahr für Alleinstehende, also Alleinverdienende, auf 53% erhöhen. 60% ab 216.533 Euro, ganz genau, und 75% ab 1 Million Euro. Okay, kommen wir zum Gesundheitswesen, also nochmal etwas anderes. Hier steht für die Linke ganz klar fest, dass die Privatisierung von Einrichtungen wie Krankenhäusern gestoppt werden muss. Sie sagen, dass wirtschaftlicher Wettbewerb schlecht ist für das Gesundheitswesen. Krankenhäuser sollen also komplett in die öffentliche Hand gegeben werden und die Fallpauschale in Krankenhäusern soll abgeschafft werden. Aber was heißt das eigentlich? Also Krankenhäuser finanzieren sich ja vor allem durch Operationen. Für jede OP gibt es Geld, die Fallpauschale. Und je nach Art der Operation mehr oder weniger Geld. Kritiker sagen jetzt allerdings, dass es seit der Einführung der Fallpauschale Mitte der Nullerjahre, der 2000er Jahre, es eben zu mehr OPs kam auf Kosten der Patienten. Auch OPs, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wären. Und sie will die private und gesetzliche Krankenversicherung komplett abschaffen. Es soll ein System für alle geben. Bei der Arbeit wollen die Linken den Mindestlohn auf 13 Euro anheben und sie wollen, dass jeder das Recht auf eine Vollzeitstelle hat. Und die Normalarbeitszeit bei einer Vollzeitstelle soll bei 30 Stunden pro Woche liegen und die maximale Höchstarbeitszeit wollen sie auf 40 Stunden begrenzen pro Woche. Ja, und außerdem fordern sie, dass jeder mindestens 6 Wochen Urlaub haben soll oder haben muss im Jahr. Heißt, man soll mindestens 36 Tage Urlaub im Jahr haben. Leiharbeit wollen sie übrigens verbieten. Und Hartz IV will man abschaffen und dafür eine Mindestsicherung einführen. Kommen wir noch zu sonstigen Punkten. Ein ganzes Kapitel in ihrem Programm behandelt übrigens den Osten von Deutschland. Die Linke sieht hier Gesprächs- und Handlungsbedarf. Für sie gibt es immer noch viele Probleme, die nach und durch die Wiedervereinigung entstanden sind und die es aus ihrer Sicht zu klären gilt. Denn die neuen Bundesländer, so wie sie sagen, seien immer noch benachteiligt. Die Linke will außerdem alle Waffenexporte stoppen und eine militärische Aufrüstung lehnen sie ab. Und die Bundeswehr soll aus allen Auslandseinsätzen abziehen und die Bundeswehr darf auch nicht aufgerüstet werden, sondern abgerüstet werden. Kommen wir zuletzt noch zur Kritik. In den vergangenen Monaten und teils Jahren gab es immer wieder innerhalb der Linken Streitigkeiten. Streit um die Ausrichtung der Partei, aber auch rund um eigene Parteimitglieder, wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die ich ja übrigens auch im Interview hatte, das ihr hier oben im i nochmal verlinkt findet. Und mal abgesehen von der AfD sind ja auch alle anderen Parteien im Gespräch, Teil einer Bundesregierung zu werden. Auch die Linke, denn da könnte ein Bündnis aus Grüne, SPD und Linke theoretisch möglich sein, wenn die drei eben genügend Stimmen bekommen. Tatsächlich ist aber die Linke, mal abgesehen eben von der AfD, die einzige dieser Parteien, die eben im Gespräch ist für eine Bundesregierung, die einzige dieser Parteien, die auf Bundesebene noch keine Regierungserfahrung hat. Alle anderen Parteien waren in ihrer Geschichte mindestens einmal Teil einer Bundesregierung. Soweit also zu den Linken. Für alle anderen Wahlprogramme klickt jetzt hier, da habe ich euch die Playlist nochmal verlinkt und teilt dieses Video vielleicht mit einer Person, von der ihr denkt, die sollte das jetzt mal gesehen haben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke euch fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann.